Ah, dann müssen wir den Chocobo wieder rufen und dann müssen wir wieder zurück und nochmal die Spur suchen. Und das nur für ein paar Schätze. Ich glaube, ich mach das ein andern Mal. Oder? Nee, ich gehe jetzt zurück. Ich werde es für euch vorspulen, wenn ihr mögt. Obwohl, ich kann jetzt gar nicht fragen, ob ihr mögt, weil ich das ja erst hinterher erfahren kann, wenn ich es schon gemacht habe. Na egal, ich spule vor. Und deswegen habe ich auch die große Tür gewählt. Ist kürzer. Ah, Weihrauch gelernt. Super. Und auch noch Holzauge gelernt. Yay. Aber jetzt machen wir uns mal auf den Weg zur Schokospur. Ein Flunderdrache. Oh mein Gott, WTF. Verdammt. Den können wir essen. Den können wir essen. Okay, wir heilen erstmal. Bevor hier irgendwas passiert. Du heilst auch mal. Und zwar den Vivi. So, du greifst normal an. 434. Ein Moment. So, der hat über 800 HP. Kurz mal nachgeguckt. So, und ich würde sagen, ich greife vorsichtshalber lieber mit Freya an, weil Zidane hat schon 400 abgezogen. Er klaut dann mal. So, fressen lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Deswegen greift Vivi kurz nochmal an. Dann fressen vielleicht, eventuell. Weil ich möchte das schon sehr gerne lernen, was er drauf hat. Ansonsten nochmal drauf mit Freya. Muss schwächer werden. Alles klar. Oh oh. Oh 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 oh. Oh oh. Wer braucht eine Potion? Wer braucht eine Potion? Shit. Alle. Goldnadel. Ja, interessiert mich gerade nicht. Ich will, dass wir überleben. Ich möchte gerne ein Safe State machen. Kann ich aber nicht. So, Freya. So, du heilst mal. Wir halten jetzt wen? Okay, du kannst Freya heilen und dann können wir uns um Queena kümmern und dann versuchen wir nochmal den Typen zu essen. So, Phönixfeder für dich. Nein, lass mich in Ruhe. Autsch. Tat ein bisschen weh. So, heil Queena. Heil Queena. Dankeschön. So, du klaust mal. Dann darf Queena nochmal Hapa Hapa machen. Ein habe nichts. Schade. So, komm schon. Ja, Engelsspeise gelernt. Super. Finde ich gut. Ich zeige euch auch gleich, was Engelsspeise genau macht. Level up für Queena. Alle Level 13 nach. Das ist doch schön. Wunderschön. Da habe ich euch jetzt eher als erwartet aus dem Vorspulen rausgenommen. Aber ist ja egal. Wir haben hier Spaß in der Backen. So, irgendwer hat was gelernt, oder? Boah, ich hab's schon wieder vergessen. Das war ein bisschen zu viel Aufregung jetzt. Flunderdrachen können echt gemein sein. Ach, Engelsspeise wollte ich euch nur zeigen, ne? Was das ist. Ich guck trotzdem nochmal durch. Genau, ich wollte euch zeigen, was Engelsspeise ist. Und zwar
Flächenvisier für Verbündete. Allheilmittel wird benutzt. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, aber jetzt mal zur Spur und Schoko rufen. Kere? So. Sind hier schon die Inselketten? Ja, hier ist eine. Hier ist eine. Ich muss nur irgendwie darüber kommen. Das ist nämlich die andere Schokokarte. Das ist die hier. Ich muss nur irgendwie dahin kommen. Aber hier geht das gerade nicht. Von hier vielleicht. Irgendwie. Ja. Kere. Kere. Tada. Super. Auf einen Schatz gestoßen. Allheilmittel, Elixier, Morgenschein und ein Ogerstock. Oh ja, ein Ogerstock. Ein Ogerstock, ein Ogerstock. Warte, Chocobo-Menü öffnen. So, nahe des Kontinent des Nebels gibt es viele Inseln. Das muss auch hier irgendwo in der Nähe sein. Ansonsten ist das nur in anderen Ländern. Okay, lass mich mal kurz runter. Anlegen, Vivi. Ogerstock, damit lernen wir Stopp, Bio und Saugen. Und ich würde gern zwischendurch mal speichern. Nicht, dass auf einmal irgendwo wieder ein Flunderdrache kommt und uns platt macht. So, einmal speichern bitte. Wow, wow, wow. Huch. So, ich meine aber, dass diese Karte hier, wie hieß sie nochmal? Ich glaube, ich bin ja noch gar nicht auf den Schokobo drauf. Ich glaube, dass die im Westen war. Sandbank der Sicht. Das müsste im Westen gewesen sein. Dum, 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 dum. Ach, deswegen lohnt es sich, nochmal zurückzugehen, um nach Schätzen zu suchen. Vivi ist jetzt mit seinem Ogerstock viel stärker und kann neue Magie lernen. Das ist toll. So. Wo kann ich nochmal die Sicht ändern? Hier. Genau. Das ist die Insel schon mal nicht. Hier oben vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Ich muss nur irgendwie rankommen. Genau. Das sieht gut aus. Ich gehe einfach mal drum rum. Das muss hier sein irgendwo. Genau. Auf einen Schatz gestoßen. Und zwar Potion, Phönixfeder, Äther, Zauberumhang. Auch sehr schön. Wunderbar. Alles klar. Probieren wir doch gleich mal an. Machen die Sicht wieder normal. Wo geht's lang? Hier nicht. Es geht hier so lang, ne? Nee, da nicht. Ist gar nicht so leicht zu erkennen, wo es lang geht in diesem Wasser. Ich glaube, es geht hier lang. Genau. Dum, dum. Da möchte ich kurz mal absteigen. Absteigen eigentlich. Aber wir können ja schon mal... können wir schon die nächste Karte auswählen? Ich wüsste nicht, wie ich da... Oder an welche Karte ich als nächstes rankommen könnte. Ich würde sagen, wir wählen einfach mal keine Karte aus. Oder so. Oder nicht. Können wir das nicht? Nee, können wir nicht. Okay, dann nicht. Ach so. Ja, so. Genau das wollte ich. Da möchte ich kurz mal... Nein, nein, nein. Absteigen. Was wollte ich? Zauberumhang. Zauberumhang.
Hier lernt er noch Götterspeise. So, hier, das ist natürlich kein Umhang. Umhang. So, hier natürlich auch nicht. Baumwollkleid. Bei ihm können wir Zauber... Ui! Cool! Autopotion und MP plus 10. Was das genau macht, schauen wir uns an. MP plus 10% sollte klar sein. Ne? MP plus 10% ist logisch. So, dann haben wir hier Autopotion. Benutzt bei erlittenem Schaden automatisch eine Potion. Sowas würde ich aber wirklich nur machen, wenn wir auch wirklich 99 hätten. Die Potions gehen schneller weg, als man gucken kann. So. Saubere Sache. Dun, 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 dun. Hier ist ja auch direkt schon eine Chocobo-Spur. Die war hier anfangs aber nicht, ne? So, dann möchte ich kurz mal noch in Chocobos Wald gehen. Ja, wir gehen wieder dahin, weil Choco hat neue Fähigkeiten und das heißt, wir können auch neue Karten finden. Aber ich werde es wieder für euch vorspulen, keine Sorge. So lange wollte ich heute gar nicht machen. Also wir sind voll in Eile und wollen eigentlich nach Bumekia, um denen da zu helfen und sind mit lauter Sidequests beschäftigt. Was ist das denn für ein Chocobo? Was hast du mit Choco gemacht? Ich verstehe es eigentlich auch nicht, aber das ist zweifelsohne Choco. Ist das Vakupo? Aber wie? Doch nicht etwa. Ist die Legende also Vakupo? In Wirklichkeit suche ich das legendäre Paradies, das irgendwo auf dieser Welt existieren soll, Kupo. Der Sage nach können nur auserwählte Chocobos sich weiterentwickeln und in das Paradies gelangen, Kupo. Und mit ihnen ihre Reiter. Dann sollten wir rausfinden, wie weit sich der Choco entwickelt hat. Und dann das Paradies suchen, Kupo. Ja! So, mit Choco auf Schatzsuche gehen. Oh, wir haben ganz schön viele Punkte. Und ja, es gibt hier Karten. Es gibt neue Karten. Yay! Es kann losgehen. So. Man merkt schon ein bisschen, dass Choco auch etwas schneller geworden ist. Naja, im Vorspulen jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich merke es gerade. Ich meine, er gräbt schon mit 20. Und das ist ja schon einiges. Ui! Oh, das kriegst du noch. Gitzerkraut. Ui, 200 Gil. Ach, das lohnt sich. Und Schnabel Level 15. Perfekt. Komm schon. Geht doch. Ich wäre ja mal für Choco-Karten. 50 Gil. Wir kriegen hier nur Kohle. Gitzerkraut. Hallo? Tafelbruchstück. Aha. Ein Jadestein, auch schön. Wir kriegen mehr Zeit. Wunderschön. Schatz? Ach, da. Ah, schade. So, Mene, dann erzähl mal. Es gibt keine Schokokarten mehr hier zu finden, mein Schokokupo. Es ist auch nur ein Tafelbruchstück. Oh, Passierschein. Dem Besitzer des Passierscheins wird erlaubt, das Königreich und die anliegenden Gemeinden zu betreten. Zit Fabel. Und ein Tafelbruchstück, das zweite. Du, der du den Tod nicht fürchtest, bestätige seine Existenz. Auf der Inselkette von Salvage liegt in deiner Macht. Zit der Erste. Was damit gemeint ist, werden wir auch noch herausfinden. Aber zunächst hauen wir hier ab, weil hier keine Bruchstücke und keine Schokokarten mehr zu finden sind. Ich habe euch ja schon lange genug damit genervt. Ich meine, Folge 31 und 32 auf Schokosuche gehen, das hat wohl gereicht. Gut. Ich werde mich dann mal auf den Rückweg machen nach Bumekia. Werde dabei auch ein bisschen trainieren. Und dann sehen wir uns nächstes Mal vor der regnerischen Stadt wieder, um dort weiterzumachen. Bis dahin. Tschüss.